Hallöchen zusammen und herzlich willkommen bei Let's Play Clash of Clans. Ja, herzlich willkommen zurück. Und heute geht's wieder mal um das schöne Thema Clan War. Wie ihr seht, haben wir gerade einen sehr, sehr knappen Clan War. Nämlich 68 zu 68 stand es. Und es wurde am Ende von diesem Krieg nochmal super, super spannend. Und trotzdem ist er unentschieden ausgegangen. Da hatten wir sehr viel Glück. Wie das alles geschehen ist, das zeige ich euch direkt jetzt und wir schauen uns ein paar schöne Clan War Angriffe an, wo ich sage, die sind wirklich richtig geil gewesen. Und ja, schaut euch einfach mal an, ich kommentiere ein bisschen was dazu. Wollen wir mal beginnen hier mit dem lieben Angriff von unserem Pharao. Hier hat ein Rathaus 9er einen Rathaus 8er angegriffen, und zwar mit der Taktik GoBP. Eine relativ schwache Queen zusammen mit einem normal starken König für das Level. Er greift hier das Dorf von oben an. Setzt als erstes die Golems, danach die Magier und hat die Seite wahrscheinlich ausgesucht, weil auf dieser Seite ist der König und die Klamburg. Das heißt, die Klamburg-Truppen kommen relativ schnell raus und man kann die töten, bevor man in der Mitte ist und das große Feuer auf die zutrifft. Ja, er geht hier von der Ecke rein, sprengt mit den Mauerbrechern den Wege in die unterschiedlichen Seiten frei, hat keinen Sprungzauber oder sowas mit dabei. In der Klamburg ist ein Drache, er ragt seine Pekkas in der Mitte. Da sorgt er dafür, dass man sehr schnell den Drachen zum Beispiel kaputt bekommt mit den Magiern, bewahrt sehr, sehr viele Magier auf. Das ist relativ selten, machen nicht ganz so viele. Ich würde vorschlagen, nicht ganz so viele Magier aufzubewahren, wenn man das sonst so macht. So 5 Stück reichen auch. Aber Schaden tut das in dem Sinne jetzt hier auch nicht. Die Pekkas rennen leider außenrum, die Königin ist in der Mitte und laufen hier jetzt einmal ums Dorf drumherum. Er rasht deswegen korrekterweise außenrum auch seine Truppen. Und probiert mit dem Heilzauber jetzt den Pekka dann noch ein bisschen länger am Leben zu halten, die Magier am Leben zu halten, einem wieder ziemlich stark ein volles Leben zu geben und sorgt vor allem hier dafür, dass der kleine Golem auch noch einiges an Schaden wegdenken kann. Ja, wie man hier sehen kann, macht die Queen in der Mitte auch richtig schön Schaden, während der Golem da den Schaden aufgesorgt hat. Das hilft natürlich ungemein, wenn man dann nochmal zum Rathaus möchte, denn in der Mitte sind ja nur Minenwerfer und außenrum sind die Kanonen- und Bogenschützentürme, die sehr, sehr viel Schaden machen. Jetzt laufen hier die Pekkas schlussendlich auch noch rein. Die Queen ist in der Mitte und auf dem Rathaus drauf, beschützt von Pekkas. Unten laufen Pekkas, da sind noch ganze Hexenmassen und die Death reicht einfach nicht aus, um die Truppen von dem Rathaus 9er hier kaputt zu machen. Sehr schön eingesetzt die Truppen, sehr schön eingesetzt die Zauber und Glückwunsch zu diesem super Angriff. Ja, so sehen schöne 3 Sterne aus. Wenn ihr ein schwacher Rathaus 9er seid, solltet ihr das auch hinbekommen mit dieser Taktik. Die ist sehr, sehr gut, sehr stark. Ja, auch wenn ihr jetzt Level 2er Pekkas habt, sollte das eigentlich funktionieren. Der nächste Angriff, den wir uns anschauen, ist auf ein Rathaus 9er von dem lieben Steven Rambo. Der hat hier eins der populären Standarddörfer angegriffen. Ein Angriff auf so ein Dorf zeige ich euch nachher auch noch. Das ist sehr, sehr standardmäßig, symmetrisch aufgebaut, mit den Minenwerfern hier umzingelt. Magiertürme im oberen Drittel, Bogenschützentürme im unteren Drittel und unten viel Platz, oben einzelne Mauern. Sehr standardmäßig. Dieses Dorf greift ihr am besten jedes Mal so an, wie er das hier macht. Er lockt die Klampo-Truppen hier mit den Schweinen. Das müsst ihr nicht unbedingt machen. Das ist eine Option, die man machen kann, muss man aber nicht. Lockt die Truppen jetzt hier oben raus, um sie dann dort mit seinen Magiern bzw. Golems zu töten. Setzt hier einen Luftballon ein, 2 Luftballons, nur um die Klamburg-Truppen zu töten. Setzt danach seine Golems ein rechts, ein links, das ist genauso, ist jetzt ganz wichtig, was ihr machen solltet. Ein Golem rechts, ein Golem links setzen, nicht an der Spitze nur. Dann rechts, setzt ihr rechts außen auch die Magier links außen, sprengt mit den Mauerbrechern den Weg in die Mitte rein. Setzt König und Königin an der Spitze, so wie er jetzt hier. Den Pekka an der Seite ist ein bisschen gefährlich. Die laufen dann normalerweise in die Mitte rein, denn ihr bastelt ja schließlich einen Gang. Das heißt, rechts und links wird gecleant und die anderen Truppen, die ihr dahinter setzt, laufen in die Mitte rein. Setzt hier den Heilzauber ein, damit die Truppen da ganz am Anfang den meisten Schaden wegtanken können. Und in der Mitte braucht er ja Power, deswegen wird er da gleich die Wutzauber sehr wahrscheinlich einsetzen. Da kommt der erste. Rechts wird der zweite folgen, quasi auch symmetrisch angegriffen. Und sobald er die X-Bögen und die Magiertürme weg hat, sind hier unten nur noch die Bogenschützentürme. Ja, und die können den Pekkas nicht mehr ganz so viel ausmachen, sobald die Teslas, die hier unten ums Rathaus drumherum stehen, erledigt sind. So, jetzt heißt es mit dem Wutzauber richtig schnell das Rathaus kaputt machen. Wie ihr seht, ist das in einem Bruchteil von einer Sekunde gefallen. Und die einzelnen Tesla-Spulen können jetzt auch nicht sehr viel DPS machen, da sie direkt von den nachkommenden Truppen zerstört werden. Ja, die Königin hat noch ihre Spezialfähigkeit, deswegen wird sie da noch
den Bogenschützenturm mitnehmen, den anderen Bogenschützenturm auch noch und damit steht da unten nur noch die Kanone und das reicht völlig, damit hier nichts mehr schief gehen kann. Der König, die Königin leben noch, keine Verteidigungsanlagen gleich mehr, denn hier gibt es keinen äußeren Ring mehr. Unten hat man nur noch ein paar Standardgebäude. Ja, und damit ist das Ding gut gelaufen, bei einem relativ schwachen Rathaus 9er zwar noch, aber Rathaus 9er ist ein Rathaus 9er, sollte man nicht unterschätzen. Glückwunsch hier dem lieben Steve für die tollen 3 Sterne. Ja. Was haben wir hier noch so Schönes? Es gibt hier noch einige Two-Star-Angriffe, die wir gemacht haben. Den nächsten Three-Star haben wir hier, den zeige ich gleich nochmal. Beziehungsweise den zeige ich euch gleich am Ende. Vorher sehen wir noch einen starken 2-Sterne-Angriff von einem Rathaus, einen starken 3-Sterne-Angriff von einem Rathaus 10er auf einen Rathaus 9er. Ein relativ standardmäßiges Dorf ebenfalls, sehr symmetrisch angelegt. Er greift hier mit der Taktik GoWP an. Level 4er Pekkas nimmt 2 Hexen mit und blitzt die Klamauk-Truppen weg. Sieht man unten, er hat 3 Wutzauber, einen Sprungzauber, einen Blitzzauber. Und das heißt, er will die Wutzauber nutzen. Er braucht gar keine Heilzauber, denn seine Truppen sind stark genug. Mit den Golems Level 5 und den starken Pekkas hat er da genug Tankfähigkeit. Er greift hier von der unteren Seite an. Auch eine sehr gute Option bei dieser Base hier, die unten doch relativ viele Kacheln hat. Die Helden sind auch nach unten gerichtet. Die hat er dann gleich am Anfang weg, ohne das viele Feuer zu haben. Am Ende. Die Queen attackierte jetzt den Golem, der sehr, sehr viel einsteckt. Die Magier dahinter cleanen die Außengebäude, greifen auch als nächstes die Königin an. Er setzte den Sprungzauber. Das war eigentlich so gedacht, dass er darüber über die 2 Mauern drüber kommt. Da die eine Mauer schon freigesprengt war, war das fast gar nicht mehr nötig. Die Klamauk-Truppen räumen raus. Er wartet etwas ab, setzt den Blitzzauber, da werden alle Klamauk-Truppen draus sind. Sehr effektiv. Tötet fast alle Klamauk-Truppen damit. Die Queen hat nur noch zusammen mit den Magiern ein bisschen mit den übrig gebliebenen Klamauk-Truppen zu tun. Die Hexen produzieren noch Skelette hier im Hintergrund, die auch noch vorne ein bisschen Schaden aufnehmen. Die 3 Wutzauber relativ frühzeitig eingesetzt, wo der meiste Schaden war. Und damit kann man aus der Mitte raus hier mit der Queen und dem König und den Pekkas die meisten Verteidigungsanlagen relativ schnell killen. Und jetzt setzt er hier in der Hinterhand noch einen Golem, der auch noch Schaden wegtankt, zusammen mit Bogenschützen dahinter, die die Gebäude cleanen. Er sorgt so dafür, dass der König etwas länger am Leben bleibt und nicht durch den Bogenschützenturm hier oben fokussiert wurde. Und jetzt geht es hier noch um die Queen. Die Queen hat so viel Leben, dass sie das Kanonenfeuer noch aushalten kann. Jetzt allerdings ist es ganz schön knapp gewesen, denn wenn die Queen da gestorben wäre, wäre es knapp gewesen mit dem Bogenschützenturm hier oben. Da die Queen sich aber entschieden hat, ein Stück weiter nach rechts zu gehen, war das alles kein Problem. Hier wurde die Queen angegriffen, gefaced, direkt das Lager zerstört und damit reicht es, um hier noch den Minenwerfer zu plätten. Und da hier oben jetzt noch ein Pekka zusammen mit Hexenmassen rumläuft und keine Massenvernichtungsverteidigung hier mehr ist, sondern nur noch der Bogenschützenturm, der auf einzelne Einheiten geht, hat er damit die 3 Sterne für sich sicher eingesagt und auch vom Zeitlichen her geht da nichts mehr schief. Von daher Glückwunsch zu diesem sehr, sehr schönen 3-Sterne-Angriff auf einen sehr starken Rathaus 9er. Also generell bei diesen Standarddörfern greift von unten oder von oben an, das geht meistens ganz gut. Nehmt ruhig einen Sprungzauber mit, auch als Rathaus 9er, denn dann habt ihr keine Probleme mit diesen Doppelmauern oder der Mauer unten, dass ihr da nicht in die Mitte kommt. Sobald ihr in der Mitte bis zur Mitte hin die Tränke ganz gut eingesetzt habt, Wutzauber und Heilzauber effektiv genutzt habt, um den Schaden wegzudenken, um starke Verteidigungsanlagen schnell zu killen, habt ihr da keine großen Probleme mehr. So, und jetzt gibt es noch abschließend einen besonderen Angriff, nämlich einen Hexenmassenangriff von mir. Da habe ich versucht, ein Rathaus 9er zu 3 Sternen zu besiegen. Der hat relativ schwache Mauern, relativ starke Verteidigung, aber für ein Rathaus 9er. Also da ist schon so ziemlich alles maxed, bis auf die Bogenschützentürme und so wie ich das sehe hier 1, 2, 3, 4 Kanonen. Ne, 3 Kanonen nur. Ja, bei Hexenmassen habe ich hier 9 Hexen unten mitgenommen, 2 Golems zum Schadenfeuer wegtanken und auch 13 Magier und 10 Mauerbrecher, um die Mauern freizuspringen. Und es sind noch 2 Hexen in der Klammerburg versteckt, sodass ich im Gesamten dann 11 Stück habe. Bei Hexen müsst ihr wissen, Hexen auf Level 2 können 8 Skelette befehligen. Das bedeutet, wenn jetzt alle Skelette draußen sind und man hier 11 Skelette hat, dann hat man eine Skelettmasse von 88 Skeletten. Ja, und diese, was 88 Skelette in Wut und Heilzauber anrichten können, das zeige ich euch nun. Meine Seitenwahl fiel hier auf die Seite von oben, denn wie das bei diesem Standarddorf eben so ist, greift man von oben an, hat man die starken Mauern hinter sich und am Ende fast Freiraum, um nur noch den Rest wegzucleanen. Ich habe hier einen Gang gebaut, als erstes Golem rechts-links gesetzt, mit Magiern rechts-links gecleant, 4 Hexen schon mal da oben, die anfangen Skelette zu produzieren, König und Königin hinterher, Mauern parallel freigesprengt, damit sie reingehen können, Mauerbrecher weiter parallel hinterher geschickt, um an die Mitte zu kommen.
Klamauk-Truppen kommen raus, Sprungzauber auf den mittleren Minenwerfer, Heilzauber dahinter, damit die ganzen Skelette auch am Überleben sind von den Magiertürmen. Wutzauber direkt damit drauf, damit die Skelettmassen zusammen mit den Magiern, ganz wichtig, die Magier sind auch dafür da, um die Klamauk-Truppen zu killen, da alles beseitigen können und danach schnurstracks in die Mitte vordringen können, zusammen mit dem König und die Königin, die sich hier sehr schön an den Verteidigungsanlagen aufhalten. Wie man sieht, wird das gesamte Feuer von den Skeletten abgefangen, zusammen mit den Golems, die jetzt hier beide nach rechts hingelaufen sind. Und ja, danach die Wutzauber Stück für Stück in die Mitte gesetzt. Die Skelette produzieren Skelettmassen und das ganze Gewusel hier nimmt seinen Lauf. Die einzelnen Verteidigungsanlagen wissen gar nicht, welche Skelette sie zuerst platt machen sollen. Und so werden die Hexen nicht anvisiert, da es immer irgendeine Hexe gibt, die gerade wieder neue Skelette produziert, während eine andere Hexe gerade alle Skelette verloren hat. Das Ganze sollte man auch so machen, dass man nicht alle Skelette auf einmal, alles Hexen auf einmal setzt, sondern eben nacheinander setzen, sodass die im unterschiedlichen Rhythmus die Skelette produzieren. Wie ihr seht, sind hier jetzt noch ganz, ganz viele Hexen übrig, bestimmt 8 Stück fast noch übrig, da die gar nicht getötet worden sind. Ein starker Golem noch und die Helden machen hier ganz gemütlich das Dorf zu Ende kaputt. Also, wenn ihr einen Rathaus 9er zu 3 Sternen besiegen wollt, das geht auch, wenn der um einiges stärker ist als dieser hier jetzt und das Dorf nicht ganz so verschachtelt ist, sondern so ähnlich wie dieses hier parallel von oben, wo ihr einen Gang bauen könnt, wo ihr dafür sorgen könnt, dass die Golems ein bisschen den Schaden mit aufsaugen, habt ihr ziemlich sichere 3 Sterne mit der Hexenmassentaktik. Ja, das waren jetzt sehr schöne Angriffe hier. Schöne 3-Sterne-Angriffe. Und zum Abschluss möchte ich euch noch einen sehr starken Angriff auf ein Rathaus 10 zeigen, nämlich einen 2-Sterne-Angriff auf die Nummer 3 hier von unserer Nummer 3. Das Dorf hier gibt es auch relativ häufig und wurde mit Govipé hier angegriffen, zusammen mit 2 Frostzaubern, einem Wutzauber, einem Sprungzauber und einem Blitzzauber. So, wie gehe ich an so ein Dorf ran? Generell ist schon mal zu sagen, ihr nehmt euch eine Seite oben links oder oben rechts. Unten ist ein bisschen weit weg vom Rathaus, da habt ihr die Helden auch sehr spät. Ihr hättet zwar die Klamburg als erstes, aber da ihr ja einen Blitzzauber dabei habt, könnt ihr die Klamburg-Truppen dann auch irgendwo in der Mitte killen. Das ist jetzt schlussendlich irrelevant. Ihr habt hier über den X-Bogen oder hier diese Doppelmauer mit dem Sprungzauber auch einen guten Weg zur Mitte hin. Euer Ziel ist das Rathaus und 50 Sterne und 50% für 2 Sterne zu bekommen. Er setzt hier die Golems vorne weg, die Magier dahinter, relativ simpel. Danach folgen die Mauerbrecher. Während die Verteidigungsanlagen bereits das Feuer auf die Golems gesetzt haben, bekommt ihr die ersten Mauern frei, setzt die nächsten Magier hinterher. Die Hexen, um dahinter zu setzen, wird jetzt gleich die Pekkas zusammen mit den Helden setzen. Schön nacheinander gesetzt, hat er aber rechts außenrum gesetzt, das kann auch mal gefährlich sein. Wird aber den Sprungzauber gleich in die Mitte setzen, sodass die einzelnen Truppen sich dann nicht nach außen verirren. Da hat er den gesetzt. Die Pekkas springen somit als allererstes auf den X-Bogen, danach weiter in die Mitte. Die Klamauk-Truppen kommen raus. Das alles geht sehr, sehr schnell. Er freest beide Inferno-Tower. Setzt seinen Blitzzauber relativ spät erst ein, cleant außenrum schon mit dem König. Und in der Mitte hat er jetzt Glück, dass er da richtig gut noch Feuerkraft zusammen mit den Pekkas hat. Denn die sind jetzt sehr, sehr stark ausschlaggebend gewesen, auch noch mit der Königin, die das Rathaus anvisiert hat, dass dieses Rathaus hier gefallen ist. Die Magier sind mittlerweile alle gestorben durch die beiden Inferno-Türme. Da oben sind noch ein paar Einzelne, die auf der linken Seite waren. Der Inferno-Turm hier wird jetzt noch unter Beschuss genommen. So viel Schaden pro Sekunde macht er auch nicht, auch wenn er nicht heilbar ist, hat er hier dann schon die 52 Sterne, die 52% sicher eingesackt und damit 2 Sterne. Ohne hier noch außen was cleanen zu müssen. Zur Not empfehle ich euch, nehmt generell immer noch mal Notbogenschützen oder einen Lakaien oder sowas mit. Hier zum Beispiel, hier oben, hätte er einen Bogenschützen setzen können. Die Kanone wäre noch weit weg gewesen. Er hätte auch einen Lakai setzen können, der hätte noch die 2 Gebäude geplättet. Er hätte hier unten noch was setzen können, einen Bogenschützen, der dann noch was geplättet hätte. Hier rechts außen hätte er was setzen können. Also lieber auf Nummer sicher gehen, nehmt 2 Magier meinetwegen weniger mit oder ein Magier weniger, dafür 2 Bogenschützen und einen Lakaien und ihr kriegt sichere 4-5% noch, falls ihr bei 45% irgendwo festhängt und euch der 2. Stern streitig gemacht wird. Ja, das war's dann auch schon wieder für den Clan War. Wir sind bereits im neuen Clan War drin. Wie es bei diesem Clan War dann weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielleicht zeige ich euch auch noch ein paar schöne Strategien mit den schönen 2-Sternangriffen, wie man sichere 2 Sterne holen kann beim Rathaus 9er. Damit dann auch eure Clan Wars gelingen und ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video auch gerne. Und ja, in Zukunft werden auch noch einige weitere Videos kommen, also könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.